Hallo, zurück in meiner kleinen, bescheidenen Bude, die mir heute schon wieder besser gefällt als gestern. Und wir machen heute, ja, eine Reste von gestern. Ich werde das restliche Lecho gleich mit verarbeiten. Und zwar in einem One-in-All. Dutch-Ofengericht, ein kleines Gulasch. Ja, einfach eine schnelle Mahlzeit für mich, weil ich Hunger habe. Und wie nennen wir das Ganze? Einfach schnelles Gulasch im Dutch-Ofen, ganz genau. So nennen wir das Video mit dem Lecho. Und was ich sonst noch habe, da drüben am Brett, das Geiste ist, ich habe bloß die Zwiebeln zum Schnibbeln. Auf in meine kleine feine Küche. So Freunde, hier im Hintergrund seht ihr schon den Dutch-Ofen stehen, der FT4,5 ohne Füße. Wunderbar. Ich habe ja gesagt, ich heb mir noch ein oder zwei Dutch-Öfen auf. Und der sollte dazu ja fast schon so groß sein, aber es geht. Ja, was haben wir hier alles? Wir haben ca. 500 Gramm Schweinegulasch, ein bisschen Bacon dazu, das braten wir gleich an mit dem Butterschmalz. Danach kommen dann die Zwiebeln dazu und das Tomaten-Paprikamark, muss ich mal auch wieder eins organisieren, das ist lecker. Dann die allseits bewährte Gemüsebrühe, da hat es bei mir keine Änderung gegeben. Das habe ich mal. Moment. Gleich eine Dose selber geholt. Yummy. Ich hätte mir ja jetzt auch noch einen Gurkensalat dazu gemacht. Aber verdammt nochmal, ich habe noch kein Balsamico da. Da muss ich mir noch einen holen. Weil ohne schmeckt es nicht. Und ja, was haben wir noch? Hier ein bisschen Reis. Und dann würde ich mal sagen, schnibbel ich noch schnell die Zwiebeln und dann sehen wir uns oder ihr den Dutch-Ofen da drüben. Ja, meine Lieben, ich glaube, der Blick in den Topf ist ganz gut. Die Ausleuchtung sollte reichen. Und dann haben wir erstmal einen schönen Schlag Butterschmalz rein, dann kann man den auch schon wieder wegtun und sobald der jetzt geschmolzen ist, heiß ist, können wir dann gleich anfangen mit dem Fleisch und dem Bacon. Was ich vorher noch vergessen habe, SPP, Salz, Pfeffer, Paprika, jawohl. Und bitte klagt mich jetzt nicht an, schimpft es nicht mit mir. Ich wollte mir wirklich noch ein bisschen Suppengrün holen, frisches. Ja, ich habe getrocknetes Suppengrün bekommen. Und ich hatte keinen Nerv mehr, in irgendeinen Laden reinzuspringen, um ja, weiter sinnlos zu suchen. Naja, für die Schnelle geht es auf alle Fälle. Schauen wir mal rein. Einwandfrei, ist halt gefriergetrocknet oder wie man da sagt. Ja. Natürliches Produkt. Jo. Also von daher alles gut. Oh yeah. Ich glaube, da kann ich schon wieder zurückschalten hier. Das Fleisch braten wir jetzt erstmal ordentlich schön an. Wenden, wenden und drehen, drehen und wenden. Und ich sehe schon, ich habe nachher wieder eine Riesensauerei. Macht nichts, räume ich alles auf. So, naja, mal jetzt wieder runtergeschalten. Das reicht definitiv vom Anbraten her.
wo ist meine Kelle hin? Da. Dann holen wir jetzt die ganze Geschichte mal nochmal kurz raus aus dem Dutch-Ofen. Ja, die Schüssel habe ich gerade gespült. Ist schon geil, wenn die Spüle genau nebendran ist. In dem Sinne. Ja, raus mit dem guten Zeug. So. Dann. Hau ich mein Tomatenpaprika hier rein. Was ich mir auch noch organisiere. Das Drehteil, was ich immer so verwendet habe. Das muss ich mir auch noch unbedingt eins holen. Weil ohne ist blöd. Da bleiben immer so viele Reste in den Tuben drin. Kommt gleich einmal was von meiner Gemüsebrühe mit rein. Anhand von unserem Suppengrün. Ich brech zusammen, hey. Hat das schon mal einer so verwendet? Aber ist ja nichts Schlechtes. Ist halt getrocknet. So. Schauen wir es wieder komplett drauf. Aber ich denke, da muss ich nachher eh noch ein bisschen Wasser dazu füllen. Oder noch ein bisschen mehr Brühe ansetzen. So. Das kann aber weg. Mein Lecho tue ich übrigens ganz zum Schluss hinzu. Das Fleisch tue ich jetzt nebenbei gleich einmal ein bisschen würzen noch. Kann man das hier so nebendran sehen? Jawohl. Ganz einfach mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Paprika. In dem Falle jetzt Paprika, Salz und Pfeffer. Weil dann kann ich das Zeug nämlich auch schon wieder auf die Seite stellen. So. Sollte rein theoretisch reichen. So, mehr Reis gibt's nicht. Und wisst ihr, was ich Trottel jetzt vergessen habe? Meine Zwiebeln. Mann! Egal. Hauen wir sie hier einfach mit rein und gut ist. Eigentlich hätte ich die mit anbraten wollen. Dann lassen wir das jetzt noch ein bisschen aufköcheln. Und Leute, also. Das Cellofix Classic. Ich liebe das Zeug. Könnte ich so saufen. Ein paar Nudeln aufkochen, Cellofix Classic, fertig. Aber ich habe noch keine Nudeln da. So, dann tun wir das jetzt ein bisschen aufbrodeln lassen. Und wenn es aufgebrodelt ist, können wir dann unser Fleisch wieder hinzugeben und dann eventuell noch ein bisschen Flüssigkeit und dann lassen wir es erst einmal bei geringer Hitze, ja, halbe Stunde, irgendwas sowas um den Dreh rum stehen. Ich habe mich jetzt entschlossen, den Dutch Oven komplett offen zu lassen heute. Warum? Ich habe ja hier auch den Reis mit drin. Ich will einfach ab und zu umrühren. Den Deckel stelle ich gleich mal weg. Nachdem hier die Zwiebelchen so schön auseinandergegangen sind. Ja, da helfe ich nochmal nach. Hauen wir das ganze Fleisch wieder rein. Ein bisschen rumrühren noch, dass die Gewürze alle mitkommen. Ein bisschen angießen.
Der Reis, wenn aufgeht, zieht ja auch noch ein bisschen was von der Soße weg. Also, ich glaube, das wird geil. Ja, dann lassen wir das einfach so jetzt stehen und tun das vor sich hin köcheln lassen. So, meine Lieben, jetzt hat es definitiv lang genug gebrodelt. Ich habe ab und zu mal noch ein bisschen Wasser pur nachgeschüttet, weil ja, der Stand ist immer weniger geworden. Und jetzt tun wir das Restlätschel noch mit rein. Also viel ist es ja nicht. Das wollen wir schon alles erwischen hier. Ich habe doch vorher schon mal meine Kelle raus. So gefällt mir das besser. So. Sehr geil. Ja gut, Lecho hätte es jetzt ein bisschen mehr sein können, das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber das war halt der Rest, was noch übrig war und damit gut ist. Ja, ein richtig leckerer All-in-One-Topf. Kann man auf dem Grill machen, auf dem Kohlegrill, auf dem Gasgrill, über der offenen Feuerstelle, in einer Grillkota, wo man gerade lustig ist, einfach nur Kohlen am Boden schmeißen und anzünden oder ganz gemütlich zu Hause auf dem Herd. Ja, und wo sind meine Teller? Erstmal den Herd ausschalten. Also ich habe das Ganze jetzt gerade vorher schon mal probiert und definitiv muss ich das jetzt nur noch vor der Kamera probieren. Mit dem Lecho mit drin. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das lecker schmeckt. So. Gehen wir rüber an die Theke. So Leute, wenn wir uns das Ganze hier jetzt so anschauen. Schön das Lecho drin. Fleisch, Reis, alles drin, was wir wollen. Und jetzt wird erst einmal ja, vorsichtig probiert, dass wir uns den Schnabel nicht verbrennen, weil das tut immer Aua. Richtig lecker. Das Fleisch ist auch zart, kann man mit dem Löffel auseinander trennen. Tja. Da habe ich sogar noch was für morgen übrig. Vielleicht will ihr meinen Besuch auch noch probieren. Dann kriegt ihr auch was davon ab. Es ist würzig. Es ist lecker. Mir schmeckt's. Macht es nach. Probiert es aus. Und Leute, traut euch, einen Topf in der Küche zu verwenden. Bei dem ist wurscht, ob die Hitze vom Herd oder vom Grill kommt. Und wenn man Oberhitze will, dann stellt man einfach im Backofen. Ja, ganz genau. Aber das Aroma, was der Topf entfaltet, das kriegt es ja mit keinem normalen Topf her. Alles klar, Leute. Ich gehe jetzt darüber auf meine blaue Couch und zu genießen. Wir sehen uns. Abo, wem es gefallen hat. Freundliches Kommentar. Und schauen wir mal, ob die Abonnenten nicht wieder zurückkehren, weil sonst verpassen sie solche Gerichte. Tschaikowski, wir sehen uns.